Die Jury hatte es am Dienstagnachmittag schwer. Intensiv wurde diskutiert, welches der von Studenten der Hochschule Anhalt entwickelten Stadtmöbel am besten in die Zerbster Straße passen würde. Die Arbeiten konnten unterschiedlicher nicht sein. Während die einen Informationsbänke entwickelt hatten, kombinierten die anderen Fahrradständer mit Sitzgelegenheit. Alle Ideen wurden am Bauhaus im Sommersemester 2010 entwickelt. Also ich bin sehr zufrieden mit der Leistung, weil das war jetzt natürlich auch ein etwas längeres Projekt. Wir hatten das im Sommersemester letztes Jahr in 3 Monaten, ungefähr die Laufzeit von so einem Semester. Da muss man schon ganz schön ranhalten, dass man auch ein Ergebnis hinkriegt, das eben nicht nur oberflächlich etwas anders ist, sondern auch konzeptionell ein bisschen in die Tiefe geht. Und das sind gerade in so einer Produktentwicklung Material, Fertigungstechnik und dergleichen natürlich sehr gefragt und da muss man schon ein bisschen ranhalten. Ja. Mit den Arbeiten der Studenten zeigte sich nicht nur Geller zufrieden. Auch die Jury, bestehend aus Vertretern der Stadt, des Stadtrates, Architekten und dem CityNet-Vorsitzenden Oliver Davis, war vollen Lobes. Bewertet wurde natürlich nach festen Kriterien. Und zwar natürlich Kreativität, Innovation, technische Realisierbarkeit, was ist wirklich möglich, was man wirklich mit regionalen Unternehmen umsetzen kann, Funktionalität selbstverständlich, Vielfältigkeit und wie sich natürlich hier in der Zerbster Straße und auf dem Marktplatz in das Gesamtbild integriert. 3 Objekte waren es am Ende, die sich laut Jury am besten in das Bild der Zerbster Straße integrieren könnten. Zum einen die Bibliotheksbank mit Informationsbildschirm in der Rückwand, zum anderen eine Sitzbank, die je nach Temperatur und Frequentierung auf der Zerbster Straße unterschiedlich leuchtet, und die Bank als Bühne. Der nächste Schritt wird sein, dass wir das, wir haben ja für die Zerbster Straße, für den Verfügungsfonds, haben wir ein Gremium gebildet, was die Lenkungsrunde ist. Wir werden uns jetzt demnächst in diesem Gremium mit diesen Objekten beschäftigen und natürlich werden wir hier im Amt für Wirtschaftsförderung jetzt uns regionale Unternehmen suchen, wo eine Weiterentwicklung dieser Objekte möglich sein wird. Für die Studenten gab es neben Glückwünschen auch kleine Verbesserungsvorschläge mit auf den Weg, doch daran haben sich die Nachwuchsdesigner längst gewöhnt. Die Kompetenz von der Jury fand ich ganz große Klasse, hat mir auch großen Spaß gemacht zu hören, wie intensiv die Einzelnen sich damit beschäftigt haben. Es wurde alles sehr kritisch, aber positiv kritisch und sehr konstruktiv kritisch begutachtet. Und dass man noch in so einem Entwurf nochmal schaut, das ist jetzt entstanden. Jeder Entwurf ist erstmal ein Entwurf und der darf auch weiter bearbeitet werden. Und bis zur Realisierung, das sind wir als Designer gewöhnt, vergehen immer noch mal ein bisschen Zeiten und fließt Wasser über die Mühlen. Und das ist ganz in Ordnung, wenn sich die Dinge etwas nochmal verwandeln und verbessern und optimieren. Neben den 3 für die Zerbster Straße möglichen Objekten konnte sich die Jury 2 der Objekte auch an anderer Stelle in der Doppelstadt vorstellen. Großes Lob erntete der Fahrradständer mit Sitzfunktion und Moki, der mobile Fahrradkiosk. Alle Designentwürfe sind ab sofort 2 Wochen lang im Vorortbüro in der Zerbster Straße zu sehen.